Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Elternfreuden. Jo, im letzten Part haben wir von Jonas den Geburtstag gefeiert. Jetzt stehen sie natürlich alle wieder rum, weil ich gebaut habe. Und bei der Gelegenheit, also wir haben den Geburtstag zwei Parts lang gefeiert. Bei der Gelegenheit zeige ich euch mal, was ich hier verändert habe. Also Jonas hat in seinem Zimmer keine großartigen Veränderungen momentan. Er hat sein neues Bett mit der Lampe gegen Monster. Er hat hier einen kleinen Schreibtisch bekommen mit Stuhl. Ich mache mal die Wände hoch, damit ihr das auch sehen könnt. Die Wände sind im Prinzip geblieben. Hier hat er noch so ein paar Bildchen. Da haben wir jetzt die Lampe hingestellt. Ey, würdest du mal bitte das Zimmer zeigen hier? So, das ist geblieben. Das ist auch alles geblieben. Wir haben jetzt hier seine Kommode zum Umziehen. Da hängen seine Schüchen. Und hier hat er einen Rucksack. Da hat er ein Arztköfferchen bekommen. Und das war's im Prinzip erstmal. Etwas mehr verändert hat sich hier hinten. Ihr seht ein leeres Zimmer. Das wird mal das Reich von unserer kleinen Steffi werden. Das wird dann natürlich auch noch verändert. Aber Fiona hat gesagt, sie braucht zum Arbeiten mehr Ruhe. Und deswegen haben wir einen Keller bekommen. Yay, yippidibidu. Und da hat Fiona ihr Reich. Hier mit ihren ganzen Gedönse, ne, mit Analysegeräten und wie auch immer. Und eine Kamera auch noch, damit sie überwachen kann, dass da kein Unbefugter drin rumfummelt. Dazu gab es dann auch noch spendiert eine Toilette. Wir hatten ja noch einiges im Haushaltsinventar mit Duschzelle und Pipapo. Ja, das sieht so aus, ne? Der Rest von dem Keller ist noch leer. Er ist auch noch recht klein. Das kann man ja alles noch verändern irgendwann. Aber ich dachte, das wären jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen. Und hier ist die Treppe nach unten. Da ist sie gelandet, in der Küche. Deswegen fehlt jetzt hier natürlich der Stuhl. Also der Sessel für die Kleine habe ich jetzt hier hingepackt. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Es war ein bisschen Getue und Gemache und, ach Gott, nee, ich habe hier wieder ewig dran rumgefummelt, bis das ungefähr so meinen Vorstellungen entsprochen hat. Jo, ja, wie gesagt, Jonas hat Geburtstag gefeiert, ist ein kleiner Frechdachs geworden, hat ein paar Kinder kennengelernt. Eigentlich sollten jetzt alle schön brav im Bett liegen. Ich weiß nicht, die sind jetzt natürlich alle wieder aus dem Betten gefallen. Ich hoffe, wenn ich jetzt Play drücke, gehen sie alle wieder ins Bett. Nein, tun sie nicht. Geht mal bitte wieder schlafen hier. Es ist mitten in der Nacht. Geh du auch wieder schlafen. So. Dunika bleibt wach. Dunika muss sich ums Kind kümmern. Du gehst auch schlafen. Dein Mann kam nach Hause, wurde befördert und geht auch schlafen. So. Nein, wir wollen hier keine Neuigkeiten. Was weiß ich? Irgendwas zum... Keine Ahnung was. Was ist mit dir? Du solltest auch schlafen. Ja, deine Kleine hat dich wach gemacht. Nee, nee. Geh du jetzt mal bitte auch wieder ins Bettchen hier. Hallo. Du musst irgendwann wieder arbeiten. Keine Ahnung wann. So, Jonas, nee, 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 nix da Fernsehen gucken. Komm mal hierher, wir müssen mal ein Outfit planen. Zock. Weil da haben wir ja festgestellt, er hatte ein lustiges, süßes Outfit an, das fand ich auch ganz hübsch. Nur die Brille hat mir nicht gepasst, ich glaube, die war rosa. Keine Ahnung, ich muss jetzt mal bei ihm noch ein paar Outfits planen. Ich sag jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange ich dafür wieder brauche. Es könnte sein, dass der Part ein bisschen länger wird. Nur mal so als Vorwarnung. So, da bist du. Boah, siehst doch ganz neckig aus. Was machen wir mit dir? Die Frisur für einen Frechdachs finde ich eigentlich ganz gut. Wir können ja mal gucken, was es sonst an Frisuren gibt. Aber ich glaube, die werde ich gerade belassen. Da gibt's das und das und das. Nee, das gefällt mir alles nicht. Mein gut, ich könnte ihm so eine Langhaar-Struppelfrisur machen. Aber nee, irgendwie fand ich das andere lustiger. Ja, oder das hier vielleicht noch. Zeig mal. What, das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Aber irgendwie finde ich die auch cool. Also doch, gefällt mir. Ich lasse die Frisur, wie sie ist. Aber wir wollen uns um seine... seine Klamotten kümmern. Genau, komm mal her. Zeig mal an, was du da so hast. Das erste hatte er ja schon. Ah, oh Gott. Das hast du als Klamotte? Ernsthaft jetzt? Was war denn dann das, was du anhattest? Nee, hässlich. Ich will nur mal durchgucken. Das könnte man lassen. Das ist okay. Schlafanzug. Naja, gibt es auch Schöneres.
Was hast du um Himmels Willen angehabt? Also, der hatte ganz was anderes an, wenn ich mich recht erinnere. Aber, na gut. Ja. Nee. Geht gar nicht. Ich gehe mal auf die Kombis. Vielleicht finde ich da das, was er da hatte. Nee, auch nicht, ne? Oh Mann. Ich bin schon wieder am Rumsuchen und Rumfummeln. Nee, ist nicht das, was ich gerne hätte. Okay. Dann muss ich dich doch komplett neu einklagen. Was sind das für komische Sachen, die er da hat? Aus Großstadtleben? Das da finde ich eigentlich irgendwie ganz witzig. Hattest du nicht so eine komische Hose an? In Rot irgendwie, erinnere ich mich. So? War das nicht so? Ich habe keinen Plan mehr. Ich habe es mir nicht gemerkt, Leute, was er da anhatte. Ich weiß nur, er hatte eine lustige Mütze auf. oder lieber das? Nee, das ist ja... Oder was ist denn hier? Warte mal, wie sieht denn das aus? Zeig ich mal, mit der Jacke, das finde ich auch ganz goldig eigentlich. Nee, komm, ich lasse dir jetzt mal die Hose und dann gucken wir mal nach dem Oberteil. Da hattest du was ganz Tolles an. War das das vielleicht? Ich glaube... Ja, ich glaube, so ungefähr war das irgendwie. Habe ich da sowas in Erinnerung? Oder in der Farbe? Also, passt auch gut. Eigentlich ist das schick, was er da hat. Da brauche ich doch gar nicht viel verändern. Oder war es sowas? Nee, ich glaube, ich nehme das da und ja, die Mütze lassen wir auch weg, oder? Was meinst du? Das sieht doch irgendwie ganz witzig aus. So, mit den Schuhen, das passt auch ganz gut. So belassen wir das erstmal. Wie gesagt, ändern kann man das immer noch mal. Was gibt's hier an Kombis? Auch nichts Gescheites. Zum Ausgehen. Okay. Wenn du dich mal schick machen musst. Schwarze Hose vielleicht? Ja. Was kann man dir denn da oben rum anziehen? Sowas. Was denn das? Ja, das ist so ähnlich wie das, was du eben anhattest. Ne? Was könnte man denn da nehmen? Weiß ich nicht. Das Grüne sieht nicht schlecht aus. Oder in Orange. Er ist ja so der orangene Typ bei mir, ne? Ich mag ihn ja total in Orange. Rot haben wir ja schon was. Blau. So für zum Fein weggehen, ja. Das Grüne. Weiß nicht. Warte mal, wie sieht denn das aus? Das sieht doch... Oh, das sieht schick aus. Das sieht schick aus, Leute. Das gefällt mir. Oh, das gibt es sogar auch in Orange. Oh, Leute. Da würden sogar diese hässlichen Schuhe passen. Es hat aber was, oder? Blau, nee, das ist kariert. Das mag ich nicht so unbedingt. Das da... Nee, schön, aber... Nee, mir gefällt das. Mir gefällt jetzt das. So, zeig mal deine Schuhe her. Gibt es da auch noch andere Farben? Weil wenn, wäre schwarze Schuhe schon sinnvoll, ne? Hier so. Ja, und dann brauchst du aber Socken, Junge. Da brauchst du Socken. Warte mal, da. Oder Kniestrümpfe, aber ich glaube, Socken müssten es auch tun. Zieh mal schwarze Socken an. Hast du die jetzt an? Nee, jetzt hast du sie an. Sieht sonst ein bisschen lustig aus. Ja. Brille gucke ich später. Ich dachte, er hätte eine auf einmal gehabt, aber jetzt ist sie weg. Keine Ahnung. So, das finde ich eigentlich, kann er behalten. Das sieht doch eigentlich ganz witzig aus. Warte mal, die Hose, gibt es die in anderen Farben auch noch? Lass mal gucken. So in Blau. Blau? Nee, das passt nicht ganz so. Das war die Farbe, die hatte er eben, ne? Grün, Orange, das ist so schwarz. Ah, nee, das hat blaue Streifen, das würde passen. Könnte man so lassen eigentlich. Boah, aber dann bitte die Schuhe anders. Die müssen dann auch entsprechend angepasst werden, so. Ja, oder was haben wir sonst noch? Oder so. Ja, das ginge auch. Ja. Und dann kriegst du natürlich auch wieder Socken dazu. Bitte blaue Socken anziehen. Hast du die jetzt? Hat er die jetzt an? Ja, doch, tatsächlich. Er hat Socken an. Oder willst du lieber Kniestrümpf? Warte mal, gibt es das auch bei Kniestrumpf? Wie würde das denn aussehen? Ach so, wäre das dann.
Nee, ich nehme lieber die Socken. Ja, ist besser. Sieht besser aus. Aber hier könntest du eigentlich, warte mal, gucken wir mal kurz nach einer Mütze. Ich finde Mützen dann im Sport eigentlich gar nicht so verkehrt. Zeig mal das da. Weiß nicht. Nee. Zeig mal hier, gibt es da eine blaue Mütze? Glaub, das ist besser. Das sieht frech aus irgendwie. Doch, das hat was. Ja, kann man lassen. Okay, hat er schon mal eine Mütze. So, was hast du denn hier im Schlafanzug? Da gibt es doch bestimmt jetzt auch schicke Sachen, oder? Jawohl, ja. Wir könnten natürlich ihm wieder hier so ein Dingens anziehen oder da so ein schickes neues Ding. Was haben wir denn da? So in Blau? Gibt es auch andere Farben? Zeig ich mal her. Oder hier so ein Grün? What? Das Grün steht ihm aber auch gut, oder? Rot, ja, hatten wir schon. Oh, nee, hier mit Häschen. Oder was ist das mit Wölkchen und Sonne? Das sieht doch süß aus. Och Gott, ja, guck mal. Oder in Grün, wenn ich das wollte, gäbe es das auch. Ja, doch, ich glaube, das behalten wir. Und die Schlappen, naja, die Schlappen kannst du ausziehen, komm. Die braucht kein Mensch daheim. Oh, wir laufen doch barfuß rum, ne? Kinder im Schlafanzug sind barfuß. Genau, so mag ich dich. Und dann haben wir ein Party-Outfit, bitte. Aber, nee, das nicht. Party, das sieht irgendwie schick aus. Was ist das? Zeig mal. Ui, ja, mit zerrupften Hosen, genau. So lauft ihr doch alle heute irgendwie rum, ne? Ich weiß ja nicht. Immer mit so zerrupften Hosen. Was gibt's denn da so an Farben? Zeig mal. Ja, nicht schlecht. Und die Farbe ist auch nicht schlecht. Da gibt's das auch in Rot. Ja, was nehme ich denn partymäßig? Bist du eher so rot oder eher so orange? Was willst du denn sein? Willst du bei einer Party auch noch so eine bescheuerte Mütze haben? Warte mal. Er zeigt mal Mütze an. Was gibt's denn da so an Auswahl? Tatsache, hier gibt's jetzt diese komische Mütze wieder. Gib mal die Mütze her. Die ist rot. Warte mal, was gibt's denn da noch an Farben? Ich meine, grün und da so und hier so. Keine Ahnung was. Das würde mich schon eher wieder in Richtung Rot trimmen. Okay, dann gibt man mal das nochmal und dann ziehst du das Ganze in Rot an. Und dann passt die Mütze auch halbwegs dazu. Das sieht ein bisschen bescheuert aus, ich gebe es zu. Aber Gott, ein bisschen verrückt darf man doch sein, oder? Wie war das? Hast du auch noch andere Schuhe? Zeig mal, ich meine, die Schuhe sind okay, aber eigentlich Kinder haben doch eher dann Turnschuhe an, oder? So war es da zum Beispiel. Zack. Jo, das macht ein bisschen besseres Bild. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Ist in Ordnung. Darfst du haben. Dann noch Schwimmzeug. Ja, kann er behalten. Das ist in Ordnung. So. Dann hatte ich ja gesagt, du kannst eine Brille bekommen. Dann komm mal her. Brille. Da. Was gibt's denn da so? Warte mal, geh mal aufs Alltag. Dings, er hatte, glaube ich, diese komische Brille auf der Nase. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Was gibt es denn da so an Kinderbrillen? Nicht viel Auswahl, ne? Brauchst du eine Brille oder brauchst du keine Brille? Das ist jetzt bei dir die Frage. Oder trägst du Kontaktlinsen? Kommst du nach deinem Papa oder eher nach der Mama? Ich würde ja sagen, er kommt eher nach der Mama. Ich lasse ihn jetzt ohne Brille. Ihr könnt mir ja mal Bescheid sagen, ob er noch eine Brille kriegen soll. Ich gucke noch mal kurz durch. Oder ob wir das so lassen. Ich finde, so ein kleiner Frechdachs-Wildfang, sportlich engagiertes Etwas, macht ohne Brille mehr Sinn. Wenn nicht, können wir ihm immer noch eine aussuchen. Habe ich kein Problem mit. Oder wir heben uns das Brilletragen für Steffi auf. So, das bist jetzt erstmal du. Das nehmen wir so, damit wir auch nochmal zum Spielen kommen. Aber jetzt haben wir ihn zumindest mal ein bisschen umgestylt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das Outfit ist, was ich im Kopf hatte. Ich kann ja mal in den letzten Folgen nochmal nachgucken, was er da anhat. Ich fand das irgendwie süß. Und im Notfall kriegt er das dann als Zweitoutfit noch verpasst, so zwischendurch, privat, offscreen. Und da mache ich ihm wahrscheinlich eh jeweils nochmal ein anderes Outfit. Aber jetzt hat er schon mal was zum Anziehen.
Gut, dann packen wir alle wieder ins Bett. Ach ja, ich weiß es nicht, am 24. Ist es Samstag, wo ich aufnehme. 24. ist entweder Mittwoch oder Donnerstag. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist Mittwoch. Also dann der heutige Tag, wo ihr das seht. Gibt es für die Kleinkinder neue Accessoires. Und ich habe mir das angeschaut. Und ich werde mir die holen. Allerdings erst in der nächsten Aufnahme dann natürlich benutzen können. Und aber da dürft ihr euch schon drauf freuen. Weil da finde ich, da gibt es einige schöne Sachen. Und die möchte ich unbedingt im Spiel haben. Also doch. Da wir jetzt noch ein paar Kleinkinder zu erwarten haben, hier unsere Kleine, ne? Und auch ansonsten vielleicht noch im Großstadtleben, das wird ja auch irgendwann mal zum Kleinkind. Und ja, da denke ich mir, passt das wunderbar, wenn wir da noch was holen. So, was ich mal machen muss, ich muss noch mal hier klicken, automatische Lichter, alle Lichter, nicht, dass dann überall wieder Licht brennt. So, was willst du denn tun, Mäuschen? Warst du hier unten schon fertig mit dem Bewässern? Ich glaube eigentlich nicht. Nee, warte mal. Oder? Hm. Komm, dann wickel mal weiter hier. Entwickel mal weiter. Guck ich, irgendwie sieht das nicht so bewässert aus. Ich weiß nicht, sieht komisch aus. Gegen Käfer kannst du auch noch einsprühen. Was kannst du denn sonst noch machen? Alles ernten? Nee, das musst du jetzt nicht tun. Hauptsache, es sieht hier wieder ein bisschen besser aus mit den Pflanzen. Die sehen nämlich irgendwie gerade ein bisschen sehr traurig aus. Und da unsere Donika sonst nichts zu tun hat momentan, ja. Macht das Sinn? Ja, gegen Käfer einsprühen. So, was ist mit dem Bäumchen hier? Da können wir auch gegen Käfer einsprühen. Okay, gut, das machst du dann auch noch. Und dann werde ich mal spulen. Alle anderen sind am Schlafen, ja. Gut, dann spulen wir mal. Ja, harte Arbeit hat sich gelohnt. Die Qualität ist gestiegen. Wie bist du denn jetzt? Hübsch, okay. Er ist jetzt hübsch, der Erdbeerstrauch. Sehr fein. Jo, ich hoffe, euch gefällt das, was ich da umgebaut habe, rumgefummelt habe. Also ich fand es ganz okay, dass unsere Fiona jetzt unten ihr Reich hat. Und wie gesagt, das können wir noch verändern entsprechend. Da kommen dann schöne Kleinkindersachen später rein. Und, ja, das ist dann, denke ich, ganz okay. Was, um 2 Uhr nachts, Himmel. Da schmeiße ich wegen der Umbaumaßnahme alle aus dem Bette. Ich habe nur eins wieder festgestellt, ich vermisse hier wie in Sims 2 meine Wendeltreppen. Das ist hier immer so ein Akt, die Treppen zu positionieren, dass das einigermaßen irgendwo hinpasst. War schon so am Verzweifeln, dass ich überlegt habe, ich mache die Treppe nach draußen in den Keller. Aber das war mir dann auch zu doof. Habe ich gedacht, das muss ja irgendwo gehen, ne? Und dann ist sie halt hier nebendran gelandet. Das war so der einzigste Bereich, wo ich dachte, das macht dann irgendwie Sinn. Oh, ich sehe gerade, du kannst auch noch was aufräumen. Hm. Beziehungsweise, nee, nicht aufräumen, sondern, wie war das, mit der Spülmaschine befüllen. Da. So, das machst du dann noch. Genau. Dann ist hier auch wieder Ordnung. Oh, Baby schreit halt. Naja, gut, obwohl der Papa kann sich auch mal kümmern. Komm. Ja, was hast du denn? Kann ich bei dir schon gucken, was du brauchst? Nee. Dann liebkose es mal. Mach mal pst. Komm, steh mal auf. Oh, Stefan wird nach seiner Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet. Ja, komm, steh doch mal auf. Ja, und jetzt ist er konzentriert. Meine Güte. Kannst du auch mal pst machen? Und vielleicht mal reden? Und, ach Gott, nee, es hat eine schmutzige Windel. Stimmt, sie wurde ja noch gefüttert von Donika. Und redest du nochmal und liebkost nochmal. So. Gut, und Fiona ist auch wach. Jetzt muss ich mal langsam wieder sortieren. Moment. Ja, ja, ist ja gut. Du brauchst Hunger und Soziales. Ja, ich weiß ja auch nicht, warum sie Soziales braucht. Wir hatten da eine Riesenparty und alles. Ja, und hier sieht's aus. Oh Gott, Leute, wie sieht das hier aus? Dann guck mal, gibt's denn überhaupt noch was zu essen oder ist alles verdorben? Was haben wir denn hier? Frühstückseierlei ausgezeichnet. Kannst du dir noch nehmen? So, was will denn die liebe Kira machen? Die will sich auch irgendwas nehmen? Ja, gut. Gut. Mach das mal. Donika, bist du fertig mit Einsprühen, Zeug? Ja, bist du jetzt am Aufräumen? Okay. Ich hoffe es zumindest für dich, dass du das so tust.
Ah, wir haben ja auch noch den Kuchen da unten rumstehen. Ich habe den nicht weggepackt. Leute, Leute, ich vergesse echt alles. Und du musst dann dringend auf Toilette und Dings. Okay. Dann gehst du bitte hier verwenden und nimmst mal eine Dusche. Welche auch immer. Oh, es schreit ja schon wieder. Oder immer noch? Nein, jetzt hat's. Jetzt ist Ruhe. Ah, ich dachte schon hier. Hallo. Gut. Du räumst auf, das ist prima. Ja, Fiona, hast du dir jetzt wieder nichts genommen, oder wie? Gucke mal, hier steht ein Törtchen, das kannst du noch essen. Genau, ess das doch einfach. Hm? Das war wohl noch in Ordnung. Oh, und Unika sieht aus, als müsste sie mal dringend auf Toilette. Was haben wir denn heute? Samstag. Nee, Sonntag haben wir, okay. Sonntag haben wir, das ist in Ordnung. Ja, sie schmeißt eh gleich alles hin, ich sehe das schon. Wo rennst du noch rum? Ach ja, wir haben ja auch noch eine Bar übrig von der Geburtstagsfeier. Ja, wir können uns natürlich unten auch noch ganz viel mehr einrichten. Ein Partyraum vielleicht mal. Oder was ich ja ursprünglich ganz am Anfang mal geplant hatte. Dafür hatte ich auch vorher das große Zimmer gehabt, große Badezimmer. War ein Wellnessbereich. Ja, ja, hatten wir alles mal geplant. So, du könntest mal hier reparieren, komm. Das kannst du mal machen, da sprudelt's nämlich gerade aus allen Ecken und Kanten. Tonika, hast du's jetzt bald? Achso, gut. Du überlegst, ob da noch was kommt. Das war's. Achso, das nimmst du auch noch mit. Bist du jetzt fertig? Ich meine, ich sehe das noch kommen, sie pinkelt sich irgendwann noch ein. So, wartet mal, wer ist denn unterwegs zu der Kleinen? Was, bist du noch oben? Er ist noch oben. Musst du arbeiten? Ach Gott, ich bin ganz durcheinander, Leute. Er hat alles abgeschlossen, muss um 10 Uhr los. Ja, da hast du doch noch Zeit. Komm, dann geh noch mal gucken, was die Kleine braucht. Oder, nee, wahrscheinlich braucht sie, hat sie jetzt Hunger. Nee, dann gehst du essen. Dann lassen wir das die Tonika machen, wenn sie mal irgendwann fertig wird mit ihrem Uffgeräume hier. Mehr Auswahl öffnen. Haben wir denn jetzt hier noch was zu essen? Ja, hier ist noch immer Frühstückseierlei übrig. Sehr schön, das kannst du essen. Ja, komm, weiter geht's. Tonika, bist du bald fertig? Hast es jetzt mal. Komm, steck das Zeug da rein und dann gehst du dich hier kümmern. Fiona, lass das Baby in Ruhe. Nein, ihr müsst... Boah, ehrlich, die Leute... Ich find's ja toll, dass wir hier so viele Leute haben. Fiona, es ist lieb von dir, aber weißt du, du könntest mal eher mit deiner Mama quatschen und die möchte vielleicht dann auch noch zum Kind über unwohle Stimmungen reden, genau. Sag mal, die ist unwohl. Warum auch immer, wieso, weshalb, keine Ahnung. So, lass mal die liebe Tonika hat jetzt da eingeräumt. Ja. Ja, du musst ja auch noch aufs Klo, stimmt. Oh Mann, dann geh mal hier schnell. Geh hier oben hin und dann guckst du bitte mal, was mit Steffi los ist. Himmel nochmal. So. Und du kannst auch mal reden hier. Genau. Von Jambus schwärmen und keine Ahnung was. Du musst mal Fitness machen, Mädel. Ein bisschen tratschen. Über die Party und die Leute und keine Ahnung. So. Und Tobias ist auch wach. Jawohl. Guten Morgen. Hallo, der gnädige Herr. Was mache ich mit dir? Du gehst gleich mal hier deine tägliche Runde absolvieren. Geh duschen und sowas. Ja. Mhm. So, du bist am Essen. Du bist noch am Schlafen. Ihr unterhaltet euch. So ist gut. Nein, nein, nein. Raus da. Oh, ehrlich. Was kann ich dir denn Gutes tun? Wolltest du nicht noch irgendwas schreiben oder so? Keine Ahnung. Du hast hier gefummelt, dann räum doch den Kram mal weg. Plünder mal die Teile und schmeiß das Zeug weg. Das ist viel interessanter. Und dann kannst du hier mal wieder schreiben. Komm, da schreiben. Genrebuch schreiben. Ich weiß nicht, was du schreiben willst. Schreib irgendwas. Keine Ahnung. Schreib ein Krimi. Ist mir auch recht. Irgendwie muss ich die hier beschäftigt halten. Das gibt's nicht. Wo ist sie jetzt? Hallo, wo bist du? Nee, dein Baby will was von dir. Und zwar von dir. Fiona, mach du bitte auch was Sinnvolles. Ich gehe gleich in die Wüste. Hallo, würdest du jetzt mal dich um dein Baby kümmern? Jetzt ist es eingeschlafen. Ah! Ihr bringt mich... Ah, ihr macht mich wahnsinnig. Ey, Leute. Ah!
Na gut, okay. Wann muss sie denn eigentlich? Ja, Stefanie hat Hunger, ich weiß. Geh da mal hin. Liebkos sie mal, auch wenn sie schläft. Ist mir jetzt pieps egal. Ich denke mir, dass sie Hunger hat. Mano. Aber wenn einem immer 10 Leute dazwischen kommen, dann bitte mal füttern, an die Brust nehmen und anschließend noch schaukeln. Ja, ist mir egal jetzt. Wo habe ich hier schaukeln? Schaukeln, 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 da. So. Und du. Ach, bist ja. Eigentlich wollte ich mit dir mal was ganz anderes. Moment mal, wann musst denn du los? In 2 Tagen erst. Gut. Dann gehst du bitte mal direkt in dein neues Reich. Komm mal hierher. Du hattest doch Zeug geholt. Hast du das schon analysiert? Sammlung analysieren. Sammeln, sammeln, sieh mal Dingsbums. Da analysierst du das nochmal. Dann tust du bitte. Hatten wir den Ironium auch schon doppelt? Weiß ich jetzt nicht. Oh Gott. Sie hat so viel Zeug. Das ist schlimm. Oder müssen wir erstmal, Moment, haben wir dieses Ding wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Tanzfläche? Nee. Das suche ich nicht. Ich suche, wo ist das Ding, das besagte? Habe ich jetzt das? Wo ist die Klonmaschine, Mensch? Da. Nee. Das ist ein Koi. Was willst du denn mit einem Fisch, Mensch? Und das? OP Dingsbums, keine Ahnung. Wo ist die Klonmaschine hin, Leute? Ah, da. Yeah, die brauche ich doch. Warte mal, kann ich die vielleicht andersrum da so an die Wand stellen? Ja. Perfekt, dann klonen wir doch erstmal ein bisschen was. Du bist eh konzentriert, ne? Da haben wir 2 von. Warte mal, dann muss ich nochmal durchgucken. Da haben wir 4. Den Dings kannst du mal klonen. So. Nee, Quatsch. Und Objekt klonen. Da, zack. Mach mal. Wir müssen hier noch ein paar Sachen machen. Also so geht's nicht. Du brauchst noch Elemente, damit du dieses eine Ding erfinden kannst, was ich noch haben will. Und überhaupt. Mach du mal schön hier deine Arbeiten. Geh und guck dich in deinem neuen Reich um. Bist du bald mal da? Fiona, wo bist du? Ah, sie kommt runter. Das hat schon mal gut geklappt. Prima, sie hat es reingefunden. Und wie gefällt's dir da? Da wir ja keine Schönheitsanzeige mehr haben. Ich hoffe einfach gut, ne? Oh, und Steffen ist auch wach geworden. Ja, und hat sich schon was zu essen geschnappt, oder wie? Das sieht nicht so aus. Willst du einen Kaffee trinken? Warte mal. Was machst du denn da? Verdorbenes Essen aufräumen. Ja, das ist gut. Oh, Jonas, dich habe ich ja gar nicht beachtet, mein Gut. Na, schmeckt der Kuchen noch? Ist er noch lecker? Der passt farblich super zu deinem Schlafanzug. Sehr schön. Ach, apropos Himmel nochmal. Ich habe ja gar nicht mehr an die Zeit gedacht. Ja, und die sagt, es ist ewigst her. Mach ich ihn jetzt? Naja, obwohl geht noch. Das heißt, ich werde jetzt hier gerade einen Break machen. Da, 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 da. Zack, zack. Ruhe. Neues Metall gefunden. Yeah, endlich. Freut mich. Da reden wir nächsten Part wieder drüber. Ich hoffe, ihr habt mit meiner Umbau- und Umgestaltungsaktion von Jonas Freude gehabt. Ein bisschen Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und gucken mal, was wir mit diesem schönen Sonntag alles anfangen können. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.